ehemaliger Bahnchef, hat ja mal gesagt, das ist ein Geschenk an die Stadt Stuttgart. Und da dachte ich sofort an das trojanische Pferd, das war ja auch ein Geschenk. Der Verkehr durch dieses Projekt kann verdoppelt werden. Das ist die Chance für Baden-Württemberg. Es ging im Grunde um ein großes Immobilienprojekt, dass der Bahnhof oberirdisch verschwinden sollte und oberirdisch spekuliert werden sollte. Aus 100% mehr Kapazität wurden mit den Jahren 50%, dann 30%. In Wahrheit aber kamen schließlich 40% weniger als im Fall des alten Kopfbahnhofs heraus. Also es ist ein Problem. Dieser Bahnhof ist doch zu klein, mit 8 Gleisen, ist wohl ein Witz. Dazu behaupten, der würde mehr leisten wie der alte, ist doch alles gelogen. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, ist er zu klein oder nicht? Ja, er ist zu klein, aber auf ihn hört niemand. Also das ist ja ein Witz. So wie Sie es jetzt planen, würde das dazu führen, dass Sie jeden Tag in Stuttgart unten, weil wir ja nur noch 8 Gleise haben, bisher 16, dann immer noch 8, würden ständig Doppelbelegungen stattfinden. Das ist die Katastrophe schlechthin, eine Doppelbelegung. Ein Zug vorne, einer hinten, je nachdem wie Sie fahren, mal der andere vorne, würde das Chaos ausbrechen. Da ging es nur noch um den Bahnhof. Also es ist ein Problem. Geplant sind Gleise mit 6,5 Meter Gefälle, mehr als 6-mal so viel, wie eigentlich erlaubt. Das ist ein Problem. Die Züge rollen dann zurück und dann sind da gerade welche da mit dem Rollstuhl unterwegs mit den Fahrrädern, die schleift mit. Dann muss der Zug halt bremsen. Punkt. Denn man hat noch nie ein Großprojekt mit so viel Sorgfalt dargestellt und veröffentlicht wie dieses. Wir Gegner haben vor 10 Jahren schon gesagt, Kinder, das wird nichts. Stuttgart 21 ist eine Art Kreisringsystem in der Innenstadt, überwiegend im Tunnel. Insgesamt sind das fast 60 Kilometer. Der Filtertunnel, der geht direkt unter dem Fernsehturm unten durch. Der Fernsehturm selber steht auf einer dicken geologischen Schicht von sogenannten Anhydrit. Das ist der berühmt-berüchtigte Gipskeuper. Und sollte hier jemals durch dieses Tunnelbauwerk Wasser eindringen, dann würde eine extrem mächtige Gipskörperschicht anfangen aufzuquellen wie ein Hefeteig, aber mit einer brachialen physikalischen Kraft. Also es ist ein Problem. Um zu verhindern, dass die Sache floppt, hat Herr Büro eine glänzende Idee. Wir verkaufen jetzt Stuttgart 21 2.0. Und jetzt bereiten Sie weitere Tunnels vor, ja. Weitere Budelei in den Mineralquellen, in dem Anhydrit, immer weiter. Ja, es wird immer schlimmer. Wir kämen in Stuttgart in der Summe dann auf über 100 Kilometer neue Tunnels. Sowas gibt es vermutlich auf der ganzen Welt nirgends. Das ist in der Summe eben ein zweites Stuttgart 21. Die Öffentlichkeit weiß das leider eben nicht. Also es ist ein Problem. Der Torso-Bahnhof führt nicht nur zu noch mehr Autoverkehr, sondern die Herstellung des Stahlbetons für die Tunnel setzt enorme Mengen CO2 frei. Zusammen 7 Millionen Tonnen CO2. Wo weltweit der Planet brennt, ja, oder absäuft. Die Fridays for Future-Leute sollten diesen Politikern wirklich aufs Dach steigen. Ich wollte mit meinen Freundis da auch irgendwie nochmal Feuer in die Protestbewegung bringen. Es ist zumindest ein theoretisches Problem. Und mit jedem Meter Tunnel wird Zugfahren brandgefährlicher. Die haben ja Sachen behauptet. Es hat noch nie in der City gebrannt. Es haben über 20 Züge gebrannt. Der letzte war in Montabaur. Da sind vor allen Dingen auch heute sind die Anlagen in den Fahrzeugen gekapselt, sodass es nicht zu einem Brand kommen kann. Also es ist ein Problem. Man kriegt die Leute nicht schnell genug raus. Die Treppenanlagen sind unzureichend dafür. Die führen ja in die verrauchte Schicht hinein. Wenn man das durchrechnet, dann überlebt keiner von den Zuginsassen. Angenommen werden da 1757 Personen. Es würde keiner davon es schaffen, rauszukommen. Das muss man als Kriminelle bezeichnen. Also es ist ein Problem. Und Probleme sind lösbar. Freunde, schöner Kopf an Höfe, lasst uns Kopf an Köpfchen stehen. Eins nur wollen wir nicht versäumen, hier zu schützen diesen Ort. So viele Projekte, die dem ähneln, und da muss man irgendwie überall was machen und wir kommen gar nicht mehr hinterher. Aber da ist auf jeden Fall noch ein Aufholbedarf.